Gratius und einen wunderschönen guten Morgen wünschen euch die Losers. Ich bin wieder mit dabei mit dem Deko. Grüße. Bonsoir. Und ich überlege gerade, ob ich mir ein Monster aus dem Kühlschrank hole. Ich höre mich gerade irgendwie an wie Kollega. Ich finde, Kollega hat. Doch, Kollega hat immer so eine Scheiße. So mit. So, ich muss mal gerade schauen, was skaliert mehr? Mein E macht mehr Damage. Dann nehme ich doch mein E. Ah, Kühlschrank. Ich zeige euch sich. Leona auf AP. Achso, der Deko ist hier gerade wahrscheinlich gar nicht mehr vor seinem PC. Nee, aber man hört mich ja trotzdem, weil ich habe kabelloses Headset. Oh. Ich würde so gerne was anderes haben als ein kabelloses Headset, weil ich glaube, die Quali von Kabel-Headset ist echt besser, aber dieses Feeling, dass man einfach frei mit dem Headset Musik hören, Serien hören, Skypen durch die Bude laufen kann, Musik hören und auf Toilette gehen kann. Genau, das ist nämlich das Stichwort. Also schön, ich schön kann Schachten sogar zuhören, wenn der Deko gerade in Braun abseilt. Das ist super entspannt, wenn du gerade zockst und jemand kackt irgendwie, ein Kackgeräusch, das ist irgendwie entspannt. Als ob ich mein scheiß Mikrofon anlasse, wenn ich oder kacken gehe. Das Geile ist jetzt erstmal, wir haben keinen Jungler, also unser Chaco ist jetzt schon AFK. Ich zocke Leona auf AP in der Mitte für euch. Bin ich drauf gekommen, weil ich habe Top schon durch, ich habe Jungle schon durch, ich habe Supporter schon durch. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch ADC Leona, die man aber eigentlich im Jungle so spielt. Deswegen ADC Leona und Jungle Leona ist eigentlich fast dasselbe. Und jetzt fehlt mir noch der Chaco ist echt. Wer ist denn der Chaco? Der Chaco ist Brotauflauf. Brotauflauf? Mr. Brotauflauf. Das kann ja nicht wahr sein, ne? Ah, und ich spiele gegen Yasuo. Yo, reconnected! Ist sogar der neue Yasuo-Skin, wenn ich das so richtig sehe. Ey, what the fuck? Geh weg, du scheiß Minion. Ich versuche auch mit meinem E ein bisschen zu last hitten. Der Deko sagt immer, das geht nicht, aber. Oh, das nervt jetzt schon gegen den Twisted. The sun always rises. Jetzt krieg ich wahrscheinlich noch die ganzen Karten in die Schnauze. Er wollte sich die neue Map installieren, was? Neue Map? Die können sie gar nicht installieren. Ich wollte gerade sagen, da muss dann auf den PBE gehen. Ja, weiß ich nicht, vielleicht gibt's da irgendwelche Mods für oder sowas. Ich werde richtig schlecht farmen können, weil der mir die ganze Zeit ein Auto-Tag in die Schnauze drückt. Aber ich versuche eben die Dinger mitzunehmen, die er mir gibt. Ich finde, Mabossa hat Auto-Tags in die Schnauze verdient. Hab ich das? Echt? Ja. In the city! So, jetzt schicken wir das mal hier oben, damit die nicht vom Tower angegriffen werden. Hier gibt es trotzdem. So, bis jetzt haben wir 10 Farm, er hat 12. Geht noch! Geht noch! Nein, keine von den beiden gekommen. GG! GG! Wie läuft das mit Nida auf der Toplane? Also im Moment geht's noch. Da habe ich gedodged. Dodge Arena! Ich muss gleich schon zurückgehen. Das ist natürlich ein bisschen eklig. Aber der fängt hier schon wieder an, so durch die scheiß Winde zu sliden. Ich hasse das, Alter. Ja, so auf der Toplane, aber auch nicht schlecht. Ja, so ist scheiße. Ich hasse diesen Champ. So, ich muss gleich zurück. Sonst haut er mir gleich Ignite auf die Schnauze, was er auch hat, ja. Und dann war's das mit ihr. Ich habe keine Tränke mehr. Okay, die beiden habe ich noch bekommen. Nein. Und einfach ein paar verpassen. Ich sterbe lieber nicht und verpasse ein bisschen Farm. Oh! Jawohl! Das war sein Fehler! Das war sein Fehler! Greedy und Ness of Doom. Greedy und Ness? Greedy und Miss, ja. Das war nochmal nice. Hat er nämlich seinen Ignite nicht mehr auf mich drauf bekommen. Jetzt kann ich hier schön die Lane pushen, ist das geil. Ach stimmt ja, als Nidalee hat man ja die scheiß Puma-Shop schon am Anfang. Achso, wusstest du das gar nicht mehr?
GG. So, ich hol mir am Anfang, jetzt bin ich noch am Legen, entweder Morellos. Renka ist hier und geht Richtung Top. Oder ich hol mir den Kelch. Ich hol mir den Kelch. Wo haben wir den guten alten? Magic, Mana Regeneration, Kelch. Und zwei Tränkemenke. Und das Geile ist, ich habe zwar meinen Flash benutzt, aber meinen Ignite nicht. Deswegen habe ich gerade noch keinen Zap bekommen. Aber deswegen werde ich ihn wirklich umbringen können. Wir machen jetzt wie viel Damage? Das macht 53 Damage plus 117! Okay, das sind ungefähr. Mit dem sind das dann so. Wie viel sind denn das denn? Zu wenig. 400 für eine Kombi? 400 für eine Kombi. Wollen wir schauen. Boah, doch geiler Damage, Alter. Geiler Damage! Aber den hat er mir direkt zurück in die Schnauze gegeben. Nidalee ist Mana hungrig, ne? Ja, extrem sogar. Den können wir jetzt Maß nehmen. Ich habe meine Ulti. Was bringt das, wenn ich meine Ulti auflevel? Na, schade, hat er wohl gewartet. Boop. Nein, den wollte ich haben. Schade, aber... Bis jetzt Leona auf AP mit Unterstützung des Junglers vollkommen schaffbar. Ich finde irgendwie. Ja. Okay, ist nicht, Leute, muss ich an Nidalee noch gewöhnen. Uiuiui, die Botlane ist aber ganz schön am Dominieren. Krass. Aber ich finde, die macht gut Schaden mit Autotext, oder? Ja. Also ich habe das gegen Panther nicht so gemerkt, weil dem sein Shield die ganze Zeit hatte. Aber sonst ja, hast du recht. So, ich warte jetzt noch auf einen Ward. Nein, ein Autotake hat auch gefehlt. Deko, so close! Ich habe 37 Farben, das ist nichts! Nichts! Das Geile ist, Twisted Fate hat auch nur 37 Farben. Und Twisted Fate hat keine Ulti mehr. Das heißt, ich habe meine Ulti wieder in 12 Sekunden. Dann kann ich wieder richtig geil. Und die dealt auch auf AP Damage. Das ist ja das Geile. Ja, mit dealt auch AP Damage. What? LOL! LOL! Was passiert denn hier gerade? Ich glaube, entweder hatte ich gerade einen Ping von 12 Millionen. Oder ich habe gerade richtig gefailt. Ey, leck mit die Eier. So. So, ich versuche jetzt mal die Kombi durchzuhauen. Mal sehen, wie viel Damage ich mache. Lubov, achso. Aber ich gehe jetzt erstmal einkaufen mit 1600. Ist ja schon mal eine Hausnummer. Ja. Ich hole mir das Ding, ein bisschen mehr HP und ich glaube, ich habe noch Schuhe. Nein! Schade! Ich dachte, er macht noch einen Auto-Attack. Egal, ich brauche den Lubov gar nicht. Woppa Gundam Style! Wenn er jetzt nochmal rumkommt, dann kriege ich den Blubber von ihm. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Das Problem ist nur, Rengar wird sich wahrscheinlich hier irgendwo aufhalten. Nein! Nein, davon hätte ich mich nicht mehr treffen lassen sollen. Aber. Die anderen gehen so gut ab, das ist echt nicht mehr feierlich. Ich sage mal SS. Nein. Und ich muss sagen, Twisted Fate gehört auch wieder zu Leuten, die ich überhaupt nicht kann, aber auch mal gerne spielen möchte. Twisted Fate geht eigentlich. Gegen Twisted Fate gewonnen. Jawoll! Das ist die Power! Bist du hier bitte am Start? Was? Nein, fuck! Oh, fuck. Das ging ins Höschen.
Aber los! Verwandeln ein Kuh! Oh mein Gott. Ah, warum kamst du so spät? Warst du tot oder? Nee, ich habe erst spät gesehen, dass der da Chaka am Chasen war. Ach so, lol, okay. Naja, habe ich auch nicht das Beste drauf gemacht. Ich hätte flashen sollen. Und Q, als er noch unter dem Tower war, das wäre Lex Neville Shit gewesen. Aber ist nur noch relativ früh. Alles chillo. Was man jetzt auf jeden Fall schon gesehen hat: Man besiegt, was den Damage angeht, ein Twisted Fate. Wenn man All-In macht. Das heißt, man macht einfach Q, W, Ulti, E. Nicht unbedingt in der Reihenfolge, aber. Ungefähr so ähnlich. Aber was hat er denn? Schauen wir nochmal. Ich habe nichts dazu gekauft. Ich versuch gleich nochmal reinzugehen. Ich muss wirklich sagen, dass Yasuo, ich finde Yasuo, das ist so ein unnormaler Scheiß-Champ. Das ist wirklich einer der wenigen Champs, die ich wirklich hasse. Echt? Zu krass? Ja. Deswegen spiele ich ihn. Ich habe ihn ja, aber ich spiele ihn noch nicht. Also ich finde, er macht so einen unglaublichen Schaden, den muss man einfach spielen können. Weil es macht ja, wenn man Champs hat, die unglaublich viel Schaden machen, mit denen macht es ja auch richtig gut zu spielen, ne? Die sind dann diese ganze Scheiße mit seinem Hin- und Herspringen die ganze Zeit und so ein Kacken, ne? Das. Oh. Da, wenn ich das schon sehe, dann krieg ich einen Föhn. Schade! Also, wir hauen Twisted Fate ordentlich in seine Schnauzen. Nein! Oh, da hab ich gefailt, Alter. Oh, da habe ich gefailt! Scheiße, ein Fail, dann war ich tot. Oh, Matrix Dodge! Oh, Blitzen! What the fuck? Ja, das sind die Dodgerinos, Gelos. What the fuck? Da war aber er greedy as fuck. Das war ja nicht mehr normal. How to play greedy as fuck hier, Tutorial. Einfach da war übrigens schön diese Scheiße, weswegen ich Yasuo hasse. Der hat mich nur gekillt, weil er dann wieder angefangen hat, so die scheiß Minions rumzuspringen. Oh. Ja, das macht er eben, ne? Total asozial, da trifft man nichts mehr. Ja, du musst. Und der hat ja nur 0,3 Sekunden Cooldown auf die Scheiße. Ja, der ist schon strong. So, hier ist S. Ich denke mal, der wird jetzt die Botlane besuchen, weil die pusht die ganze Zeit richtig krass durch. Aber das lässt sich nicht durchkommen. Ja, da ist er schon. Geiler Exhaust, das muss man ja mal sagen. Papa kommt auch! Papa kommt auch! Wir sind alle hier! Er hat kein Mana! 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 Boom! That's how I roll, that's how I get my ladies! Ja, hier, Drake, aber sowas von. So, hat er seine Ulti noch? Ne, leider nicht, dann werde ich ein bisschen tanken. Ja, guck mal, wie schnell das geht. Und Leona auf AP in der Mitte, das ist echt super geil. Oh fuck! Oh fuck! Hey, das Ed Ulti an! Hat der 3 Sekunden Cooldown auf seine scheiß Ulti oder was? What the fuck? Ich will's nehmen! Ja, Harry Potter! Komm! Oh, Blitzen! Oh, what the fuck? Oh. Wie geht das hier gerade ab? Diese Team-Kombi mit meinem Team, die ist gerade echt mega hart. Ja, so playt man das aus. Was mich aber gewundert hat,
Das muss ich mir auch gleich nochmal anschauen. Warum der Rengar nicht gefeiert war bei der Schakopuppe. Oder habe ich mich dann nur verguckt? Das muss ich mir auf jeden Fall wieder nochmal anschauen. Und ich gehe jetzt auf Damagio. Oder. Ja, auf Damagio, komm. Gib ihn! Verkaufen wir hier die Tränke, die brauche ich eh nicht mehr. Gehen wir ein bisschen auf Leben. Nidalee Top läuft nicht ganz so bei dir, oder? Also was bei mir auf jeden Fall gar nicht läuft, ist der Farm. Der ist unterirdisch. Mein Farm geht eigentlich. Ja, meiner. Ich habe 57 bei Minute 15. Aber Yasuo ist einfach so ein... Wuhu! Dieser Bullshit. Ich hab ihn gleich wieder. Oh, fuck. Das ist so krass, was Leona für ein Burst-Potenzial hat, ey. Aber der okay, ist Rango, Rango und Yasuo sind top. Also, Twisted hat gerade wieder ein bisschen dickere Balls, deswegen ist er wahrscheinlich auch... Ja. Diesmal gehe ich zurück. Ja, hier ist der Rangos. Die rewarden hier gerade jeden Scheiß ab, jeden Millimeter. Da ist auf jeden Fall gewartet. Ja, aber hier ist noch Rengar und alle. Ich weiß nicht, wo... What the fuck? Wo war, wo waren denn Rengar und ja, okay, Yasuo war da. Yasuo ist wieder top. Ja, Twist und Fate bedankt sich auch schon. Dachte auch so, what the fuck? So, jetzt pushe ich mal ein bisschen die Lane. Super farbig. Hab schon! Und ich brauche keinen Blue Buff, weil Leona, wenn sie noch auf Mana Rack geht, dann braucht sie jetzt recht keinen Blue Buff. Das ist dann richtig krass. Guck mal, ich habe fast 1000 Mana. Wie viel Mana hast du, Nidalee? Auch fast 1000, okay. Aber meine Fähigkeiten kosten nicht so viel. 45, 60 und nochmal 60. So eine Kombi kostet fast nichts und er macht den Kill! Endlich, Alter. Finally. Oh, ein guter Gang. Sehr schön von dem Trash. Konstant drei Leute in der Mitte? Ist schon übel, ja. Macht ihr da solche Sachen? Harry Potter, rein mit dir! Haben wir uns schon vorgestellt, wer mitspielt? Haben wir wieder nicht, ne? Ne, haben wir schon wieder nicht. Kannst ja mal eben machen. Also, ja, wir grüßen auf jeden Fall alle Leute, die mitspielen. Das wäre Mr. King Julian, The Michelle, Brotauflauf 123, The Slyan, der große YKL, Peter Ratzefummel, Dr. Zyklub und Pieper 12345. Grüße, Grüße. Oh yeah. Und der, ich muss sagen, der Twisted Fate, der tut mir echt schon leid. Also, Rengar war einmal in der Mitte. Und Shaco war gefühlte 20 Mal in der Mitte. Seid ihr da so krass am Ficken? Mhm. The sun always rises. Puh. Aber jetzt gehe ich mal Richtung Toplane. Nein, jetzt machen die meinen Tower hier zu zweit. Das war schon richtig mega krass. Ja, krass. Krass. Die sind so oberfett. What the fuck? Ich hab außerdem R gedrückt, wollte ich gar nicht. Stay at the Vanguard. Ah, hier, okay. Ja, guck mal, unser Top Draven hat... Was hat unser Draven? 8-2, ne? Ja, da ordentlich rein. So, gleich kommt die Kombi. Und Herr Trash holt sich den Blue Buff? What the fuck? Schon das zweite Mal, dass ich den Schaden von Leona nicht einschätzen konnte. War ja nicht seine Schuld. Das kannst du nicht einschätzen? Den Schaden von Leona davor auch schon. Hatte der Golem noch ungefähr 2 Leben und Chaco hat den, den Blue Buff genommen. Und jetzt genau dasselbe. Trash. Oh, da kommt der Rengo Badabango. Er springt rüber. Holt er sich was? Nope. Und der Shaco ist schon wieder in der Mitte.
Das sieht böse aus. Wuhu! Komm zurück, Hase! Diesmal wollte ich meinen Flash nicht wasten. Höschen, Höschen! Der hat fast mein Tower-Bad gemacht. Das macht er auf jeden Fall gut. Aber das Geile ist ja, guck mal, Leonas Ulti. Schon wieder nur 35 Sekunden Abklingzeit. Das ist nichts. Oh fuck. Und ich würde empfehlen, immer den E hochzuskillen, weil das geht einfach. So, den Kombi einfach mal kurz drauf machen. Bam! Schon wieder fast down. Krass. Oh, Chino. Ich will jetzt mal zugucken, mach mal irgendwas. Kannst du noch 10 Sekunden warten? Ach so, schwer. Ja, das Problem ist, Chaco ist schon wieder hier aktiv. So, warum wir den Yasuo? Ich will jetzt mal gegen Yasuo kämpfen. Ist er noch was? Da ist Twisted. Oh, da ist er ja! Oh fuck! Oh fuck! Wo ist Yasuo? Nein, fuck! Da ist er! Ich hab keinen Kill bekommen! Komm, jetzt aber! Den will ich haben! Unmöglich, dass er den noch stehlen kann. Mein erster Buff des Spiels. GG. Mein Leben ist vollkommen. So, jetzt bin ich ein bisschen tanky und habe ordentlich AP. Jetzt hole ich mir noch meine AP-Schuhe. Und dann wäre sowas geil wie... Nico, du erzählst allgemein so wenig, die ist mir schon wieder. Was ist denn los mit dir? Ja, ich finde Nidalee ist ziemlich anstrengend zu spielen. Mit dem ganzen Rumhüpfen und so eine Scheiße. Muss mich konzentrieren. Und so schön gegen die Minions. Was? So intense. Ja, gegen die Minions ist gerade nicht. Aber er ist recht gegen Yasuo, der miese Ficker, Alter. Okay, jetzt besuchen wir mal wieder den Twisted. Der will wahrscheinlich den Tower haben. Da ist er schon. Bam! In seinen Schnauzen! Nein! Nein! Komm zu Daddy! Komm! Daddy! Dich hole ich mir auch noch. Dich hole ich. Oh mein Gott. Ich wusste gar nicht, dass man komplett gestunt ist, wenn man den auf sich drauf hat. Wuhu! Ja, suhu! Da oben ist er. Oh, LOL! Der ein kleiner Trickser ist das hier. Ein kleiner Trickser. Und Muchachos, normalerweise würde ich so welche Games, die so krass gestompt werden, nicht hochladen, aber AP Leona muss ich einfach. Alles, was getrollt ist, muss hochgeladen werden. Und ich will jetzt da reingehen. Bist du bereit? Oh ne, da kommt TF. Nein! What the fuck, da habe ich ja alles gefailt, was man nur so failen kann. Putz. Oh, Blade! Der Chaco, ne, der ist doch so oberfett. Ne, der hat 7-2? Oh! Okay, ich sollte hier verschwinden. See ya! See ya, Nerds! Obwohl, soll ich ihn noch retten? Okay, ist weg. Ne? Warte. Toll. Love me or hate me, fuck me! Hä, aber wie ist er da rüber gekommen? Achso, er hat sich an den ja. Scheiß, an den Baron gezogen. Ja, ja. Jetzt geht's weiter. Ich hab noch ein paar Sekunden, die ich aushalten muss. Jetzt! Chosen of the Sun. Double kill. Wow, wir sind alle so krass low hier! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh yeah!
Triple Kill! Da. Ja! Wie du nicht mehr wusstest, was du drücken sollst! Ich hatte dich richtig Klavier spielen hören, das war einfach nur so. Da! Hoppala, was habe ich hier eingestellt? Ja, das war gut. Hat mir gefallen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwelche Einstellungen verändert. Beim Zerstören meiner Tastatur. Rally to me. Puh! Ah, ich hab mich auch so die ganze. Oh, jetzt bist du down. Down, down. Oh nein! Shield OP und dein Heal auch noch im Notfall. Ah, was hältst du von Twisted Fate? Ich finde Twisted Fate ja eigentlich ein richtig. Twisted Fate ist cool. Ein richtig geiler Champ. Oh, Papa kommt, Papa kommt! Ich hab noch Flash. Da kommt Ezreal. Du! Bam! Wut! Peng, kaputt! Oh fuck. Ich glaube, ich habe in diesem ganzen Spiel erst zwei Speere getroffen. Dein Ernst? Ja. Ich will. Irgendwas kommt immer, wer ist left in dem mit dem Menü dazwischen oder ist es. Nein, ich hab schon wieder nicht getroffen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist den Tower zu decken. Ja, es kommt ein Speer dazwischen oder die scheiß Wand von Yasuo. Ja, okay, das ist natürlich schwierig. Ja, der kriegt auch die ganze Zeit auf die Schnauze, ne? What? Oh fuck! Oh fuck, ich dachte, der wäre noch nicht tot. Ich bin weg, sieh ja. Ich brauche eigentlich 1,6. Jetzt muss ich aber ganz kurz mal auf die Top-Lane. Da hole ich mir auch extra die Speed-Schuhe für. Und hole mir ein bisschen Farm. Schauen wir uns mal den Wave-Clear von AP Leona an. Der ist nicht ganz so geil, außer den W und E. Schauen wir mal. Obwohl, doch. Oh, jetzt habe ich wenigstens noch ein paar Speere auf Ezreal getroffen. Aber sind alle Schüler da. Ich würde mir gerne den Blue Buff holen. Meiner. Ich hoffe, der Yasuo schnappelt sich den nicht. Also was Minions angeht, man hat ja, na klar, richtig wenig AD. Ich habe 100, obwohl 100 AD, so wenig ist das gar nicht. Das ist trotzdem aber schwierig zu lasten. Gerade im Early ist Leona ultra anfällig. Oh, ich will den haben. Wuhu! Nein, ich komm nicht hinterher! Ich komm nicht hinterher! Wuhu! Da haben wir den auch noch? Den haben wir auch noch! Nein, gedodged wird nicht, mein Lieber! Gedodged wird nicht! Wuhu! Wer will den haben? Schon hier wie so auf einem offenen Bazar. Ja, wer will das haben? Erstes Angebot. Ja, jetzt glaube ich, der Draven auch überzeugt von Yasuos Damage. Autsch. Alter, mittlerweile macht die ordentlich Damage, Alter, muss man was echt hast sagen. Du denn? Trinity Force und fast Blade of the Rune King. Okay. Jetzt hole ich mir noch ein BF-Sword. Und so eiskalt meine Ulti um zu Wave Clear, ne? Das kann nur eine Leona. Probiert das auf jeden Fall mal aus. AP Leona macht mega viel Spaß und ich denke nicht, dass er für so ein Trollpick Insta reported wird. 245. Zockt das am besten lieber mit euren Freunden. Hättest du ja noch Kristallzepter holen können, ne? Ja, ich brauche jetzt auch erstmal richtig fett Damagio. Ja, finde ich auch gar nicht so. Ja, Kristallzepter hat ja auch ordentlich AP. Was ich cool finde, mein Shield macht am meisten Damage.
260 normalen Schaden plus 131 magischen Schaden plus ein bisschen Rüstung und dies und das. Das ist schon krass. Da braucht jemand Hilfe! Fuck! Schade, der ist da nicht hingegangen. Das ging ins Höschen! Ist hier noch irgendwo jemand? Nope. Ich stehe jetzt genau hier und feier. Ich habe gerade den Twisted Fate gewone-hitted. Echt? Ja, okay, der ist ja auch ziemlich behind, ne? Hätte ich trotzdem nicht gedacht, dass ich das Nidalee one-hitten kann. Irgendwas. So, ich würde sagen, 15 Sekunden noch, dann können wir da was machen. Also hier ist gewardet. Wollen wir einfach mal probieren, was unsere Stärke ist, ein Power-Dive in 7 Sekunden? Ja, ne, machen wir. Eins und... Nein! Warum kommt in dem Moment noch Twisted Fate und Rengar? Twisted Fate und Rengo. Genau in dem Moment. Oh, so much. Heute ist echt Bad Luck Brian. Bad Luck Brian Tag. Aber ich find's geil, dass immer, wenn ich so einen Call mache, immer ins Höschen immer, geht. Ist wirklich so. Scheißegal, auch bei Ranked, das ist vollkommen scheißegal. Sobald Mabossa einen Call macht, lauf weg. Einfach weglaufen, umdrehen, nein, weglaufen. Nein, mach genau das Gegenteil. Das Beste, was du machen kannst. Jetzt zum Beispiel, mach kein Power Dive. Du hast keine Vision, tu es nicht. Egal, du machst trotzdem. Krasser Damage. Draven macht echt schon krassen Damage. Aber auch unter Chaco. Eigentlich jeder. Außer Deko. The sun always rises. Oh, jetzt mache ich geilen Damage, glaube ich. Allein mein W macht schon. Okay, so viel ist das gar nicht. 430 plus 490. 390. Geht. Was haben wir hier? 280. Was? Der Kuh von Nidalee macht mehr Schaden, je weniger das Ziel hat? Ist das so? Ich hab Nidalee noch nicht aufgezogen. Kann ich nicht sagen. Ich war auch gerade das erste Mal, aber hier ist. Takedown deals 2,5% additional damage for each 1% the target is missing. Okay. Up to 200. Up to. Leute, ich mach 1000 Schaden, Alter. Ich geh da jetzt rein. Der gute alte YOLO Carissian kommt jetzt. Wer kennt ihn nicht? YOLO! Jawohl! Down, 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 down. Das Gute ist, es funktioniert. Diese Calls von mir funktionieren nur nicht, wenn Deko in der Nähe ist. Sonst funktionieren sie. Vielleicht liegt das ja auch immer an Deko. Und. Power diven. Nicht jetzt. Dieser Damage! Oh ja, lauf hinterher, lauf hinterher! Als ob ich noch auf deine Calls höre. Oh fuck! Ich bin weg. See ya! Weiter! Oh! Push die Towers! Oh fuck! Jetzt sind wir im Arsch! Jetzt sind wir im Arsch! Obwohl, doch nicht. Mach die Tower auf! Er hat sein E-Offensiv benutzt, wir können reingehen. Okay, alle Sterne jetzt hier. Jawohl, weiter pushen! Wieso? Was, wieso? Wie sollte ich mir mal ausweichen? Mach doch mal lieber den Tower, was machst du, Minions? So, jetzt kommt X-Packe. Oh fuck. 3, 2, 1.
Boom! Jetzt musst du nur reinkommen! Lass mich in Ruhe! Peter Pan! Los, wieder rein, wir müssen wieder rein! Wir müssen wieder rein! Ja, jetzt noch nicht mehr, jetzt wo ich tot bin! Du mieser Ficker! Nur gewartet, bis du stirbst, um zu drehen. Wir hätten ihn Maß nehmen können, aber das weißt du. Hä? Wir hätten ihn schön Maß nehmen können. Dafür bist du gestorben. Ja, du auch. Oh yeah. Guck mal, der erste Mal hat jetzt den Loser Double. Wurf. Mein Farm 168 bei Minute 36. Ich habe wenigstens über 200. Ja. Also, falls ihr es ausprobieren solltet, konzentriert euch echt darauf, dass euer Farm stimmt. Und was ihr auch machen könnt, ist so eine Art Leona Assassin One-Shot. Das heißt, ihr kauft auf Deathfire. Das heißt, ihr geht mit E drauf, Deathfire, Q, Ulti und dann EW noch. Da zerfetzt, glaube ich, jeder Squishy-Champ. Der Rengar sollte nicht auf Draven springen. Der Draven ist einfach zu fett. Aber der Yasuo kann es mit denen aufnehmen. Das auf jeden Fall. Wenn das mal eine scheiß Wand vor sich stellen würde. Stimmt. Ich hab mir gerade so gedacht, hä, irgendwas fehlt da doch. Jetzt hat er die Wand gemacht, sehr nice. Okay, die beenden jetzt. Muchachos, das war Leona auf der Midlane. Hat sehr mega nice. Viel Spaß gemacht. Sehr nice. One-Shot-Potenzial, Deko mit Nidalee auf der Top-Lane. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Probiert das selber mal aus. Und wir sehen uns bei dem nächsten Gameplay. Reingau!